Willkommen zurück zu Super Mario Maker. Tja, jetzt habe ich jetzt wirklich alle Level von euch und alle Event-Level nun wirklich alle gespielt. Tja, wie soll es nun mit dem Let's Play weitergehen? Tja. Drum habe ich für den Part was Spezielles vorgesehen. Schauen wir mal unsere Nachrichten. Sterne halten. Ja, sieht richtig gut aus, aber ich glaube, Medaillen habe ich immer noch nicht, ja. Ha, wird langsam knapp. Ich kann, glaube ich, nur noch 4 Level machen. Ja, bei Super Mario Maker. Ja, da scheint es jetzt mit allem auszugehen. Okay, ja, haben wir gespielt. Ich glaube, wir haben jetzt wirklich alle Event-Level schon durchgespielt. Ja, auf jeden Fall haben wir alle Amiibo-Pilze. Tatsache, alle Event-Level. Tja, und auch alle Level von euch. Tja, wie soll es jetzt weitergehen? Aber ich hätte ja keinen Part aufgenommen, wenn ich nicht wüsste, wie es weitergeht. Tja, auf jeden Fall, für den Part habe ich ein bisschen was Außergewöhnliches geplant. So, als erstes schauen wir nochmal auf die Sternrangliste. Ob sich da was verändert hat. Das verändert sich ja, glaube ich, wöchentlich. Ich weiß es gar nicht so genau. Aber, oh ja, man merkt schon deutlich, hier sind jetzt mal wieder ganz andere Level. Okay, Keep Run. Das sieht ein bisschen wie ein Musiklevel aus. Oder? Ich glaube schon. Naja, auf jeden Fall schauen wir uns das mal an. Okay. Ist das ein Musiklevel? Nein, ich glaube nicht. Das ist einfach nur ein... Ach so, ich trottel... Ja, einfach nur laufen muss ich, ist ja ganz einfach. Das soll im Moment der beliebteste Level sein? Interessant, okay. Aber ich glaube, das spielt jetzt keine Musik, oder? Das mit dem Käfer war jetzt ein super Effekt, muss man sagen. Okay, ein kleiner Tintenfisch, ein kleines Mädchen. Ja, auf jeden Fall eine tolle Idee. Aber ich möchte nicht nur den Part mit den Sternranglisten-Leveln füllen. Wir schauen uns jetzt, ja, vielleicht Top 3, Top 5 an, je nachdem, wie lang die dauern. Das sind aber super Effekte. In die Röhren kommt man ja normalerweise gar nicht rein. Oder hier auch mit den Käfern. Das ist wirklich eine lustige Idee. Soll es jetzt irgendwie eine Ähnlichkeit mit Splatoon haben? Ich meine, es muss ja irgendeinen Grund haben. Ist ein netter Level, aber so oft ist der... Es ist jetzt nicht gerade der Level, wo man erwartet, dass er ganz oben auf der Sternrangliste ist. Ist wirklich ein toller Level. Ich meine, der hat sich ja richtig Mühe gegeben mit all den Bumpers und hier, dass das alles richtig funktioniert. So einen ähnlichen Level hat man ja schon mal auf Platz 1 der Sternranglisten. Hier auch mit dem Umriss von den P-Wab-Türen. Ja, der war aber jetzt wirklich gut. Schade eigentlich, dass der Inkling-Junge gar nicht dabei war. Ich meine, Inkling-Tintenfisch und Inkling-Mädchen, aber Inkling-Junge, da muss ich als Junge protestieren. Okay, war ganz nett, aber... Ach, ein Stern gibt es jetzt einfach mal. Tja, warum auch nicht? How is the record 5 seconds? Oh, 5 Sekunden ist der Weltrekord von dem Level. Mann, oh Mann. Aber klar, man merkt schon, wer auch immer den Weltrekord hier aufgestellt hat, der hat sicher nicht Dings gemacht. Aber ich finde auch diese Bilder da so schön. Also der hat sicher nicht gespielt ohne... Da müsste ja stehen. Wo steht denn das noch schnell? Ja, 5 Sekunden da links. Ja, aber auch das Bild hier mit dem inkelnden Mädchen und auch der orange Tintenfisch. Einfach nur schön. Okay, was haben wir hier? Ist das auch so ein... Wow, was soll denn das darstellen, wenn ich fragen darf? Ich kann jetzt auch kein wirkliches Muster erkennen. Okay, 3. Natürlich lauter japanische Namen, die ich nicht lesen kann. Was soll ich denn da machen? Moment. Ich glaube, ich muss einfach gleich nach unten, oder? Klar, oder? Am Anfang sind die noch nicht genau, einfach schnell rein. Und was hat das für einen Sinn? Oh! Okay, das war jetzt mal eine, sagen wir mal, außergewöhnliche Idee. Aber wundert mich jetzt eigentlich, dass so hoch in der Sternrangliste kein Automatik-Level ist. Ich meine, normalerweise sind da ja ganz oben nur Automatik-Level. Und ach, ich gebe jetzt einfach mal einen Stern. Ich bin zwar bei solchen Leveln immer kritisch, aber der hat einen Stern verdient. Den da unten haben wir ja schon gespielt und ja, was haben wir noch? Tja, aber ich möchte den Part jetzt, wie gesagt, nicht nur mit den Sternranglisten-Leveln füllen. Ein paar schauen wir uns an. Nein. Hey, Moment, das hier sieht wie ein... Was, soll das ein Pokémon darstellen oder was? Mal probieren wir es mal aus. Aber wie gesagt, es gab schon mal bessere Sachen in der Sternrangliste. Ist das ein Musiklevel oder was ist das? Ich glaube, das... Muss ich da einfach rennen? Oder was muss ich da machen? Ist das jetzt ein Musiklevel? Oder... Ja, wirklich, was soll ich da machen? Okay... Moment, wie haben sie denn den Entwickler geschafft, dass der in der Luft schwebt? Ich glaube einfach, dass sie ihn auf eine Schiene gesetzt haben. Okay, aber ich glaube, das ist ein Musiklevel, oder? Oder wie? Muss ich vielleicht... Oh, ah, so wäre es raufgegangen. Aber der kommt gleich wieder. Okay, habe verstanden, aber... Ich möchte jetzt auch nicht...
Wie blöd schneiden, falls das ein Musiklabel war. Na gut, schneiden nicht. Hey, das war jetzt aber super, wie er die Kanonen gestapelt hat. Erstaunlich, mal kein Musik- oder Automatiklabel auf Platz 1 der Sternrangliste. Und oh, Moment, ist da unten schon das Ziel? Oder? Sieht so aus, da ist ein P-Schalter. Okay. Oh, Moment, da waren wir doch gerade eben. Denke ich mir, dahinter muss ich das Ziel verstecken. Okidoki. Na, hat jetzt nicht wirklich einen Stern verdient, muss ich ganz ehrlich sagen. War eine nette Idee, vor allem das mit dem Ziel und auch, dass die Kanonen, die Kugelwillekanonen, dass ich sie die so gestapelt haben, durch die Fließbänder oben. Das war eine super Idee, aber Stern verdient, muss man sagen, hat's nicht. Finde ich jetzt auch komisch, dass das so weit oben in der Sternrangliste ist. War eine nette Idee, aber ich bin kritisch. Aber ich glaube, ein bisschen Musik war da schon dabei. Ist das ein Pokémon oder was soll das sein? Turkish March Run. Türkischer... Ein Japaner macht so ein Level, den haben wir ja schon gespielt. WarioWare. die Wario-Fresse. Na schön. Ist das ein Musiklevel oder was? Mal... Okay, nein, ich glaube, das ist kein Musiklevel, oder? Okay, da haben wir mal den Wario. Naja, die WarioWare-Teile. Ein paar habe ich gespielt und auch das neue Game in Wario, aber... Ja, sagen wir es mal so. Wario... Das sind ganz nette Spiele, auch die Wario Land Spiele. Wario Land... Ich glaube, ich weiß, was das hier darstellen soll, oder? Bei Wario... Moment, hä? Ah, der Panzer da, der stößt den Block an. So kommen wir dann durch. Ganz genau. Das soll jetzt bei Wario... Ja, Checkpoint. Auch mal ganz nett. Auch wenn der jetzt... Wie soll man denn da groß abstürzen, wenn ich fragen darf? Okay, soll ich da... Ah, ich muss eine Brücke für den kommenden Panzer machen. Habe verstanden. Oh nein, aber ich glaube, der kommt sicher wieder, oder? Klar kommt der wieder. Klar kommt der wieder. Okay, so kann man in dem Level abstürzen. Und dafür also auch der Checkpoint. Ich habe verstanden. Okay. Ich habe schon verstanden. Ich muss die hier alle so schnell wie möglich machen. Oder am besten von links nach rechts. Da scheint auch eine Art P-Schalter zu sein, der, wenn wir zu lahm sind, uns in den Abgrund befördert. Okay. Bei WarioWare kann man doch manchmal auch so eigene Minispiele programmieren. Das fand ich eigentlich... Ich glaube, ein kleines Musikstück wäre daneben schon gewesen. Moment, ich verstehe gerade nicht ganz, wie das hier gehen soll. Ne, wirklich, wie soll das hier gehen? Ich muss gerade überlegen. Flappy Man, was, wieso schreiben die das alle? Bei WarioWare kann man doch immer so kleine Spiele programmieren. Das fand ich an WarioWare eigentlich immer spitze, wie er da mit seiner Assistentin, wie hieß sie nochmal? Keine Ahnung, war das nicht Penny? Aber ich glaube, Penny war eher die aus Game & Wario, oder? Ich kann mich jetzt gar nicht mehr so genau dran erinnern, aber da war ja so eine Assistentin und das war ganz witzig, wie die dann so Dings gemacht haben. Oder? Ah, Clownkarre. Schnell. Bevor der P-Schalter wieder... Obwohl, der muss ihn ja erst drücken. Trottel. Okay, great. Okay, der Level, der hat aber einen Stern verdient. Und auch der Ausgang. Das soll so wahrscheinlich die WarioWare-Firma sein. Ja, die WarioWare-Teile, irgendwie waren sie schon lustig. Und auch das neue Game & Wario, das war was. Tja, war auf jeden Fall eine nette Idee. Auf jeden Fall. Das kriegt einen Stern. Auf jeden Fall. Gut. Tja, aber ich glaube, das war jetzt fürs erste Mal genug mit den Sternranglisten. Da sind auch immer ganz nette Ideen drauf, aber in dem Part habe ich eigentlich was anderes vor. Nämlich mal wieder... das Gesicht von Wario ist so lustig. Dass sie das immer mit Blöcken so gut hinkriegen. Naja, gut, aber in dem Part gehen wir mal auf Baumeister. Und das hätte ich eigentlich allein gar nicht rausgefunden. Es gibt nämlich ja hier die beliebtesten Baumeister, soweit ich weiß. Ja, hier gibt es auch so eine Art Sternrangliste, die im Moment die beliebtesten Level online stellen. Dann gibt es Favoriten, da habe ich halt meine, wie ihr seht, Matze und Connor, ein paar von euch. Und dann gibt es ganz neu, ich glaube, das ist auch erst seit einem Update dazugekommen, nämlich die offiziellen Baumeister. Und jetzt wird's witzig. Seht doch mal, wer hier alles dabei ist. Mashiko, unter den, ihr wisst schon, wenn man da unter die elektronische Bedienungsanleitung geht.
Bowser, höchstpersönlich. Der Hund. Wo ist denn der Hund nochmal dabei? Der fliegt ja immer in einer Rakete am Bildschirm oben. Yamamura, die hat ja auch ihren eigenen Event-Level bekommen. Der Speicherbot, der Radierer, der Frosch für die Musikeffekte und der Sittich. All die haben Level online gestellt. Und wisst ihr was? Die schauen wir uns jetzt mal an. Klar, das hat natürlich Nintendo gemacht. Die ganzen Typen gibt es ja nicht wirklich, aber es ist auf jeden Fall eine witzige Idee. Und diese Level möchte ich mir in den nächsten Parts anschauen. Okay, Mashikos, wie spricht man das aus? Naja, Mashikos Wettstreit-Level. Klingt auf jeden Fall ganz witzig. Oh ja, die Level schauen wir uns jetzt mal an. Auf jeden Fall sind das ganz witzige Ideen. Auf jeden Fall. Gefallen mir auf jeden Fall. Oh Gott, wer hat sich denn das einfallen lassen? Nämlich Bowser. Wer hat denn diese Idee gehabt? Aber ist eine klasse Idee. Darauf hat mir, wie gesagt, eigentlich einer meiner Abonnenten gebracht. Der hat gesagt, Bowser hat einen neuen Level online gestellt. Da habe ich mich gefragt, hä, Bowser? Und wie war das dann? Ich weiß, ich glaube, hat er nachgeschaut oder habe ich nachgeschaut? Ja, auf jeden Fall. Dann habe ich mich erkundigt. Und ja, dann habe ich rausgefunden, dass es ja noch die offiziellen Baumeister gibt. Tja, und diese Level, muss man sagen, ja, das hier. Ist jetzt nicht gerade das, ist eine nette Idee, ein nettes Schlosslevel. Mit Yoshi, jetzt so eine Art Marathon laufen. Yoshi ist ja, wie wir es von Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen wissen, ein sehr schneller Charakter. Auf jeden Fall. Hey, Yoshi, Yoshi! Wow, hätte mich jetzt fast erledigt. Erstaunlich, dass Yoshi die Bonbons einfach runterschlucken kann. In der Super Mario World Serie war ja auch mal so ein Regiefehler, wo Yoshi einen Football-Chuck gegessen hat. Dabei geht das ja gar nicht. Okay, Moment, da muss ich runter? Wie denn das? Ich glaube, ich muss mich hier daneben hinstellen, oder? Genau, dann geht's nach unten. Es geht abwärts! Wow, 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 wow. Oh, 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 oh. Okay. Gut, das ist aber gar nicht mal so einfach. Gib Stopp. Wow. Wow. Ui, Bowser. Halleluja. Na bitte. Okay, das war jetzt eigentlich ein ziemlich netter Level, muss man sagen. Kann mich nicht beklagen. Der war ganz nett. Ha. Wenn die Level nicht gerade von euch eingeschickt sind, dann muss ich dann immer hart überlegen, ob ich überhaupt einen Stern gebe. Denn euch gebe ich ja immer Sterne. Ganz einfach aus Nettigkeit. Aber bei euch gibt es auch selten schlechte Level. Ach, ein Stern hat's verdient. Lustig, dass die offiziellen Baumeister im Gegensatz zu den Event-Leveln überhaupt Sterne bekommen können. Hätte ich jetzt eigentlich so auf die Schnelle nicht gedacht, dass das geht. Naja, aber jedenfalls, diese Level werden wir uns in den nächsten Parts anschauen. Okay, ein Level mit Yoshi. Das höre ich doch gerne. Yoshi ist mein Lieblingscharakter unter allen Nintendo Charakteren, die es jemals gab. Auch von Sega oder so. Ja, das ist mein absoluter Lieblingscharakter. Okay, scheint klassisch anzufangen. Ein klassischer Level. Soll es jetzt etwa mit Yoshi's Island, ihr merkt so mit Flattersprung auch die Grafiken, soll es eine Art Yoshi's Island sein? Das könnte durchaus möglich sein. Okay, Yoshi kann ja auch über Stacheln rennen. In Yoshi's Island kann er das lustigerweise nicht. Oh, das war jetzt aber leider enttäuschend kurz. Aber ich finde, die Wolken, das habe ich ja in meinen Leveln eigentlich noch nie gemacht, dass die Wolken so schön fliegen können, wie ihr da oben seht. Ja, das geht auch, aber ich sag jetzt ganz ehrlich, der Level war mir ein bisschen zu kurz. Darum kriegt der jetzt, auch wenn ich Yoshi mag und der Titel schön ist, kriegt der jetzt ganz ehrlich keinen Stern. Der war mir einfach zu kurz. Ja, bei Level von anderen, also die nicht meine Abonnenten sind, die Mashiko hat mich ja wohl nicht abonniert, da bin ich meist etwas skeptisch. Okay, ein eigenständiger Level, das klingt, ja, das klingt wie, ja, die Mashiko. Ja, das ist halt unter den offiziellen, ah, wie New Super Mario Bros. DS, da gibt's ja manchmal auf der Oberwelt, ihr wisst schon, oh, ein fliegendes Yoshi-Ei, da gibt's ja manchmal auf der Oberwelt diesen roten Block in New Super Mario Bros. DS, der so ein seltenes Item beinhaltet. Tja, und das war auch, das sah gerade ein bisschen so aus. Okay, ich stehe mal am Bonbon. I'm the highest. Das hat scheinbar noch jemand anders erreicht. Na toll, mein Yoshi. Und da hat auch jemand RIP geschrieben. Da scheint ja auch RIP Yoshi. Still have Yoshi. Okay. Der Level war jetzt aber, um ehrlich zu sein, auch ein bisschen zu kurz. Der oberste Level von hier war so gut und jetzt auf einmal gehabt. Das hat bestimmt... Oder gibt diese Mashiko wirklich? Ist das eine Nintendo-Mitarbeiterin vielleicht? Kann durchaus möglich sein, dass es vielleicht eine Nintendo-Mitarbeiterin war, die bei Super Mario Maker mitgearbeitet hat und jetzt auch Level gemacht hat. Das kann durchaus sein, und dass das vielleicht nur ihre zeichnerische Variante ist. Okay. Ein gutes Gefühl. Ein gutes Gefühl habe ich bei dem Level eigentlich nicht. Ihre Levels sind wirklich ein bisschen zu kurz und haben zu wenig Ideen. Das muss man schon mal dazu sagen. Okay, ein Stern. Okay, ein gutes Gefühl. Meinen Sie das etwa, dass man hier jetzt so gut durchrasen kann mit dem Stern? Oder was?
Schon wieder aus? Mann, oh Mann, das wird ja immer schlimmer. Ah, King Julian Zitat. Das wird ja wirklich immer schlimmer. Der Oberste war brillant, der oberste Level im Schloss und so. Und je weiter es nach unten geht, desto langweiliger wird. Das finde ich jetzt eigentlich schade. Naja, aber wir schauen auf jeden Fall weiter. Vielleicht verbirgt sich ja doch noch ein guter Level unter denen hier. Erste Hausaufgabe. Ja, man muss ganz ehrlich sagen, Hausaufgaben hatte ich nie. Ganz selten vielleicht. Ja, darum kenne ich mich mit Hausaufgaben nicht wirklich aus. Aber was hat das hier mit Hausaufgaben zu tun, wenn ich fragen darf? Goombas? Da sind ja alle lauter nur Gegner drinnen. Ja, das mit den Stempeln und so ist auch lustig. Seht doch mal, wie die da alles mit den Kommentaren voll gedingst haben. Okay. Hab jetzt durch die Kommentare gar nicht gesehen, dass da ein Abgrund war. Wäre der Goomba jetzt nicht einfach durchgeflogen, der Paragoomba, der da rausgekommen wäre, wäre ich jetzt einfach in den Abgrund gesprungen. Und das soll eine Hausaufgabe sein. Ich sag euch, was das ist. Das ist ein viel zu kurzer Level. Der Oberste war so brillant. Ich frage mich eigentlich, na gut, vielleicht sind das nur so Einsteiger-Level, die Nintendo online gestellt hat, damit vielleicht, damit es halt ein bisschen besser ist. Also damit Einsteiger leicht einsteigen können, die vielleicht noch nie Mario gespielt haben. Für mich als Mario-Experte ist das hier selbstverständlich nicht mehr so allzu viel. Okay, mein erster Level. Aber man muss sagen, der erste Level sieht jetzt vom ersten Eindruck aus ja besser als die anderen. Na gut, natürlich abgesehen vom allerersten. Ich finde es auch so schade, dass die alle immer das gleiche Theme haben. Why is an official Nintendo level? It's not very funny. Oh, Kamek, misch mal wieder kräftig mit. Naja, gut. Was wollte ich sagen? Ah ja, man fällt schon an Super Mario Maker auf, dass die Abonnenten, also nicht die Abonnenten, die Fans von Nintendo manchmal wirklich bessere Ideen haben. Man muss ja wirklich sagen, New Super Mario Bros. U und, na gut, New Super Mario Bros. DS. Gute Idee, das muss man wirklich sagen. New Super Mario Bros. DS kann ich mich nicht beklagen, das mochte ich. New Super Mario Bros. Wii, wie ist man selbstverständlich der beste Teil der New Super Mario Bros. Serie. New Super Mario Bros. 2 fand ich dann schon ein bisschen zu viel des Guten. Das war ja auch das schlechteste Mario Bros. New Super Mario Bros. U hatte dann zwar wieder tolle Ideen, man muss aber sagen, mir reizt langsam mit den Mario Bros. Nintendo geht die... oh Mann, da sind ja richtig viele Gegner drinnen. Wow. Naja, Nintendo gehen langsam wirklich die Ideen aus, kommt mir vor. Tja. Und darum sind diese Level hier vielleicht so, weil die halt... War da unten gerade ein Pilz? Das wäre schön. Wow. Überall Kamek und jetzt, wie soll ich denn da durchkommen, wenn ich fragen darf? Jetzt sogar mit Clownkarren und so. Ich weiß gar nicht mehr so genau, wann diese offiziellen Nintendo-Level online gestellt wurden. Irgendwann halt. Okay, der Kamek hat mich jetzt aber überrumpelt. Alleps. Genau. Schon wieder dieser blöde Hothead. Da möchte ich aber durchkommen. Aber angeblich die Level von Bowser sollen so gut sein. Bowser hat angeblich 2 Level gemacht, habe ich gehört. Und die sollen angeblich so gut sein. Und wo ist denn jetzt der Bomb hin? Achso, der ist schon vorher nach unten gedonnert. Über dem habe ich ja immer den Spin-Jump, wie ihr vorher gesehen habt, ausgeführt. Okay, das gefällt mir jetzt eigentlich wirklich besser als die anderen Level, die sie gemacht hat. So. Konzentration. Der Pilz da unten wäre natürlich eine Wohltat. Wo ist er denn jetzt hin? Sag bloß der... Oh nein, Bowser. Ja, wie gesagt, Bowser hat angeblich auch eigene Level gemacht. Das erinnert mich immer noch an diesen lustigen Mario Party 10 Werbespot, wo Bowser halt so am Gamepad in so einer Menschenfamilie herumzockt. Ich bin der Einzige, der bei den Zombies da oben erledigt wurde. Kurios, kurios. Naja. Aber ich finde das eigentlich mit den Xen eine ganz nette Idee, dass... So, da unten... Der Kamek zaubert den immer weg. Das kann uns nicht sein. Ich hab gedacht, der wäre nach unten durchgesaust. Der Level... Okay, der ist jetzt aber ein bisschen schwerer. Kaizogai ist das, Joop. Wer ist denn Kaizogai? Ich vermute, es ist irgendein Hacker, oder? Oder ein Mario Maker Programmierer, der halt immer... Vielleicht ist das der Ersteller von diesem brutalen, schweren Kaizo Mario World Hack. Wer weiß. Wow. Kamek zaubert sich zum Glück immer weg. Ah, diese Hotheads. Das macht jetzt langsam keinen Spaß mehr. Aber ich möchte ihn schaffen. Wär doch. Ja, was wäre das? Nicht schon wieder! Mein schöner Pilz! So, jetzt bin ich sauer.
Jetzt möchte ich das machen. Oh, 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 oh! Oh, Backe. Okay. Ich bin aber auf jeden Fall schon auf die Level von Yamamura gespannt. Das ist eigentlich so eine Frage, die es zu beantworten gilt. Warum hat Yamamura einen eigenen Event-Level bekommen, wenn sie doch ohnehin unter den offiziellen Baumeistern dabei ist? Frage ich mich. Ja, wieso? Ich meine, wieso hat sie einen eigenen... Vermutlich ja, weil man einen Fragezeichenpilz mit Yamamura machen wollte. Das ist bestimmt der Grund. Na, die Taube. Die ist auch, glaube ich, mit Machiko immer oft zusammen. So. Okay, so. Gleich ist Bowser zweimal geplättet. Und ich werde auch geplättet von Kamek. Backe, komm schon. Ich möchte diesen Level jetzt schaffen. Der ist... Na, sternwürdig ist er nicht, sagen wir es mal so. Aber er ist was. Kamek, Kamek, Kamek. Der ist aber wirklich gar nicht mal so einfach. Ich möchte jetzt hier auch mal letztendlich nicht ewig lang herumhocken. Fast, fast. 1 Zentimeter weiter und ich wäre weitergekommen. Komm schon. Jetzt hat mich aber wirklich der Ehrgeiz gepackt. Tja, und wie gesagt, ich bin schon sehr auf die Level von Bowser gespannt. Denn, ja, die sollen angeblich sehr gut sein. Schon wieder. Diese blöde Clownkarre. Und jetzt auch noch ein Hammerbruder. Jetzt übertreiben sie aber. Ja, nebenbei erwähnt, mein Pro-Controller. Kann ich mal etwas nebenbei etwas Witziges erwähnen. Ihr wisst doch, vor ein paar Parts habe ich gesagt, mein Pro-Controller leuchtet. Das ist jetzt eigentlich schon einige Parts her. Und der ist erst vor dem letzten Part der Saft ausgegangen. Nein, wisst ihr was, das ist mir jetzt echt zu viel. Das ist zu viel. Nein, hat auch keinen Stern verdient. Das ist zu viel. Okay, die hat auch Sterne jemandem gegeben, denke ich mir ja, keine Dateien. Oh, und die hat schon alle Medaillen. Tot, was es da noch alles für Medaillen gibt. Wow, die hat aber enorm viel Sterne. Für die Level? Naja, vermutlich, weil sie halt offizielle Baumeister sind. Naja, okay. Ich wollte nicht auf meine Level klicken, ich wollte nur mal nach oben. Naja. Okay, ja, Sternrangliste. Keep Spin? Keepspin, das habe ich ja vorher noch gar nicht gelesen. Also das packen wir jetzt mal in den Part rein. Keepspin? Moment, das probieren wir mal aus. Tatsache, einfach nur spinnen. Okay, das ist aber eine super Idee, dass ich das vorher nicht aus... Hä, ich habe doch immer... Vielleicht soll ich einfach nur öfters auf R drücken. Was? Oder was? Moment. Oder muss ich vielleicht nur R drücken? Wollen wir mal schauen. So scheint es zu funktionieren. So scheint es zu funktionieren, wenn ich immer nur auf R gedrückt halte. Wow, der Level. Meine Güte, wie aufwendig das sein muss, dass das alles richtig funktioniert hat. Seht euch das doch nochmal an. Es muss ja voll aufwendig gewesen sein, dass das alles richtig funktioniert. Und jetzt habe ich auch noch einen Helm am Kopf. Einfach nur zu göttlich. Ja, bei den Automatik-Leveln sind schon ein paar nette Ideen dabei, muss man schon sagen. Aber auf Dauer sind mir die Automatik-Level halt einfach zu langweilig. Das muss man schon, muss ich auch dazu sagen. Achso, jetzt muss ich in die Tür rein. Achso, ich habe jetzt gedacht, ich müsste jetzt wieder Spin-Jump machen, aber scheinbar nicht. Ich frage mich eigentlich, der Stachelhelm da, der müsste doch die Bumpers mit seinen Stacheln, die sind ja aus Gummi, der müsste ja sofort durchstechen. Naja, aber egal. Der Level kriegt auf jeden Fall einen Stern, aber was war das eigentlich für ein komisches Maxel, was wir da am Anfang gesehen haben? Naja, okay. Ja, wie gesagt, zu oft möchte ich die Sternrangliste auch nicht machen. Dafür sind die nächsten Parts vollgestopft mit den offiziellen Baumeistern-Level. Aber den wollte ich mir nochmal anschauen. Wer ist das? Soll das ein Bild von der Entwicklerin sein? Nö, die scheint ja ein bisschen älter zu sein. Naja, okay. Auf jeden Fall. War ein tolle Level in dem Part. Und ich bin auf jeden Fall schon gespannt auf die Level von Bowser höher.